Herzlich willkommen jetzt zum zweiten Teil unseres Kooperationsprojektes und Kombinationsprojektes der kombinierten Ausstellungseröffnung und internationalen Tagung zu Günter de Bruijn. Wir eröffnen heute Abend die Tagung Jubelschreie, Trauergesänge, Günter de Bruijn, ein deutsches Schriftstellerleben und haben die ganz große Freude eines besonderen Eröffnungsvortrags. Und dazu möchte ich Ihnen jemand vorstellen, der wahrscheinlich keiner Vorstellung bedarf, aber ich möchte es einmal tun, damit ich laut die Gelegenheit habe zu sagen, wie sehr ich mich freue. Begrüßen Sie mit mir Herrn Professor Dr. Roland Berbig. Ich darf Sie schon hinaufbitten, jetzt genau. Germanist, Anglist, Amerikanist, aber vor allem Professor für Neue Deutsche Literatur an der Humboldt-Uni gewesen und ich habe die große Freude, sagen zu dürfen, ein fantastischer Professor, denn ich habe ihn noch erlebt. Vorsitzender der Theodor-Fontane-Gesellschaft und als solcher habe ich mich besonders gefreut, mit Ihnen dieses Projekt gemeinsam noch in Ihrem Büro konspirieren zu dürfen, mit Herrn de Bruijn zusammen. Dass wir jetzt hier stehen, ist, glaube ich, ein besonderer Moment. Ich freue mich, noch einmal ganz offiziell Danke sagen zu können. Lieber Herr Professor Berbig, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, es gibt absolut nichts Schlimmeres, als wenn ein Vortrag, der noch nicht gehalten wurde, schon gelobt wird, weil der kann nur hinter dem Lob zurückbleiben. Generell muss ich sagen, ich danke sehr für die Einladung und ich danke sehr für die Ehre, über Günter de Bruijn sprechen zu dürfen und muss dies tun, ohne die ausgezeichnete Kenntnis zu haben, die sich Frau Dr. Barz erworben hat. Und alle, die an dieser Ausstellung gearbeitet haben, ich bin eben nur durchgegangen und hätte am liebsten an jedem kleinen Ausstellungsstück verharrt und hätte gelesen und hätte dann wahrscheinlich gesagt, liebe Frau Lund, kein Wort von mir, weil ich muss das alles noch einmal umschreiben. Das geht naturgemäß nicht und ich muss mich also an das klammern und festhalten, an das ich gedacht habe, als ich gebeten wurde, hier wenigstens ein paar Worte zu Beginn dieser Tagung zu sagen. Es wird sich überschneiden. Ich habe ganz ängstlich zu Frau Dr. Barz geguckt, als sie plötzlich vom Waldensee anfing und dann dachte ich, jetzt geht es immer weiter, aber sie hat zu Recht meine Gestik verstanden und hat es nicht weiter entfaltet. Ich habe nämlich den Titel meines Vortrags so gewählt, wie Thoreau einst am Waldensee für sich und uns Günter de Bruijns schreiben. Als die Idee aufkam, Günter de Bruijn eine Ausstellung und eine Tagung zu widmen, lebte der Schriftsteller noch. Wir haben darüber geredet und wir haben auch schon einen Moment unsere Traurigkeit zum Ausdruck bringen können. Jetzt ist sein Leben, das im Spätherbst 1926 begann, zu Ende wie die Zeiten, in denen es verging. Ausgesetzt war es der Weimarer Republik, dem nationalsozialistischen Deutschen Reich, der sowjetischen Besatzungszone, der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Nach all dem Politischen stand am Schluss eine unpolitische Macht, ein Virus. Vielleicht hat die Unabsehbarkeit von Corona den absehbaren Abschied von einem Sein, dessen Last und vielleicht auch Lästigkeiten zunahmen, erleichtert. Der Tod hat keine Art, der Tod ist autark. Was er zu bieten hat, verrät er keinem. Das schreibt nicht Günter de Bruijn, sondern Ilse Eichinger. Dass sie, wie de Bruijn, an einem 1. November geboren ist, sagt weniger als die gemeinsame Bürde, und mir scheint es eine Bürde zu sein, 9 Jahrzehnte zu leben. Landschaften und Orte waren nötig, es zu befestigen und zu bewahren vor unerlaubtem Zugriff. Ob Attersee oder Großgmain bei Ilse Eichinger oder Briez oder Blabber. So habe ich also jetzt ein gutes, schließendes, geschindeltes und verschaltes Haus von 10 Fuß Breite auf 15 Fuß Länge und 5 Fuß Höhe mit Speicherraum und Kabinett, einem großen Fenster auf jeder Seite, 2 Schiebetüren, eine an jedem Ende und einem Backsteinkamin. Ein Zitat. Günter de Bruijn war ein Leser und belesen. Er selbst nannte sich einen auf Literatur Versessenen. Mit Zitaten stand er auf vertrautem Fuß,
Nicht immer ließ er übrigens das seine Leser und Leserinnen merken. Hätte er den Verfasser dieser Zeilen, denn sie stammen nicht von ihm, erkannt, oder die folgenden: Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es, nämlich das Leben, zu lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt habe. Unwahrscheinlich ist es nicht, dass er dieses Zitat kannte, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. In seinem 1996 erschienenen Erinnerungsbuch 40 Jahre, ein Lebensbericht, findet sich ein mit Walden überschriebenes Kapitel. In ihm schildert der Erzähler einen Gruppenausflug Juni 1967, der die Gesellschaft in eine als abgelegen empfundene, nicht genau lokalisierte, in dem Falle nicht genau lokalisierte märkische Gegend und zu einem verfallenen Grundstück mit einem abbruchreifen Haus führte. Eine Expedition, deren Forschungsergebnisse mein Leben wesentlich beeinflussen sollten, so de Bruijn. Vor dieser Ruine sei es zu einem Streitgespräch gekommen. Sowas kommt vor. Genauer, durch die Fiktion, hier, wie Thoreau, einst am Waldensee leben zu können, erkannte man plötzlich einander. Das ist fein formuliert. Erkannte man plötzlich einander. Gemeint war, Sie werden es oder die meisten von Ihnen wissen, Henry David Thoreau hat gelebt von 1817 bis 1862, wesentlich kürzer als Günther de Bruijn. Von ihm stammen die Zitate eingangs, sein 1854 erschienenes Buch Walden or Life in the Woods, in dem er über sein zweijähriges Leben in einer selbstgebauten Blockhütte berichtet hatte, ist ein Klassiker der US-amerikanischen Literatur, ein Kultbuch für Aussteiger und ein Plädoyer für alternatives Leben. Ein Leben spartanisch und unangreifbar. Großartiges Buch. Das helle Leuchten, das von diesem Buch ausging, es fiel auf jenen trostlosen märkischen Flecken und hüllte ihn in ein Licht, in dem de Bruijn einen Gegenentwurf zu seiner bisherigen großstädtischen Existenz erkannte, die allerdings, glaube ich, in Parallelität noch ein bisschen weiterläuft. So hat er es jedenfalls erzählt, und so erzählt es sich ja auch verführerisch. Vielleicht gehen wir und ich ihm gerade jetzt auf den Leim. Der erträumte Rückzug, von dem das Ich in 40 Jahren schwärmte, habe erlaubt, in die Emigration zu gehen, ohne das Land, das mich hielt, zu verlassen und mit geringem Einkommen mein Auskommen zu finden. Und jetzt die Beschreibung bei de Bruijn. Wenn Sie das Zitat noch in Erinnerung haben vorhin, dann können Sie vergleichen. Das Haus bot nur Raum für ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Schlafstube und eine Speisekammer. Auf dem Dachboden, den man über eine steile Leiter erreichte, türmte sich Gerümpel. Die schmale Küche mit backsteinernem Boden wurde zur Hälfte gefüllt von zwei backsteinernen Herden, von denen einer für Kochtöpfe, der andere für einen Waschkessel bestimmt war. Ich habe beiläufig gerade bei meinem Sohn, der umgezogen ist, einen solchen Herd zu reinigen versucht. Das ist eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Hinter diesen Beschreibungen von de Bruijn, nicht meinen, denen hier auch nicht weiter zu folgen ist, steht das Konzept einer schriftstellerischen Lebensform. Ihr latent illusorischer Zug, den de Bruijn bald erkannte und hinnahm, überblendete nicht ein Schreiben, das von hier aus eigenes, unverwechselbares Terrain ertasten, wenn nicht erobern wollte. Verwandt war er in jenem Lebensgefühl, mit dem de Bruijn das Kriegsende erfuhr. Als eine Art, so schreibt de Bruijn in einem Text, Traumzustand, als Durchscheinen des Mythos vom verlorenen Paradies, ja als Urerlebnis innerer Freiheit, das ihn wieder, noch ein Zitat, Besitzer des eigenen Lebens gemacht habe. Besitzer des eigenen Lebens gemacht habe. So die Wendung in einem Text aus dem Jahre 1974, der mit seinem Roman
Erstling, der Hohlweg gnadenlos abrechnet. In seinen Umzugskisten für Blabber lagen einige literarische Dinge aus de Bruyns Feder oder Schreibmaschine, wahrscheinlich richtiger, oder Kugelschreiber, gedruckt vor. Jener erste Roman, der Hohlweg, mehrfach aufgelegt, sogar preisbedacht, vielfach gerühmt. Erzählungen mit leicht berlinisch-märkischem Einschlag. Frau Dr. Barz hat darauf hingewiesen. Ein zweiter Roman, Buridans Esel, der ihm selbst, dem Verfasser, gefiel. Das ist nicht häufig der Fall. Und ein Bändchen Parodien. De Bruyn hatte sie Maskeraden getitelt. Eine Einübung in Schreibstile, die nicht davor zurückgescheut war, den 1959 nach West-Berlin gewechselten und in der DDR ungedruckten Uwe Johnson zu persiflieren. Aber John oder John ist immer verquer über die ausgefahrenen Gleise gegangen. Die Kenner unter Ihnen, die Mutmaßung über Jakob gelesen haben, die wissen, der Satz ist ein bisschen anders. Aber Jakob ist immer. War der Weg ins Oderspreeland vielleicht selbst verquer? Waren mit diesen schmalen Zeugnissen schriftstellerischer Bemühungen, die immerhin schon jenseits der Elbgrenze wahrgenommen wurden, Weichen gestellt? Ließ sich ein eigener Erzählton vernehmen? Konturierte sich so etwas wie ein Wort, was vielleicht beim Sekt, wie vorhin gesagt wurde, mit großem Abstand zu diskutieren wäre, konturiert sich so etwas wie ein Werk? Ein Werk? Kaum. Aber eine Strategie. Sie mischte das Selbstbild eines sich ins Abgelegene zurückziehenden Autors mit der verhaltenen Absicht, dass die Außenwahrnehmung diesen Rückzug registrierte und auf begünstigende Weise honorierte. Und zwar diesseits der Elbe wie jenseits. Was de Bruyn 1990 in dem Zeitartikel Jubelschreie, Trauergesänge, Bemerkungen zum Literaturstreit gewusst hat, das wusste er auch schon im Jahr des Prager Frühlings 1968, dass die Freiheiten eines Schriftstellers, so begrenzt sie auch waren, die der DDR-Medien weitaus übertrafen. Das ist ein Phänomen, das immer wieder Forschung nach sich gezogen hat. Ihm war es möglich, noch einmal, also dem Schriftsteller in der DDR, mit Kritik Aufsehen zu erregen und, beides alles Wendungen von de Bruyn, Skepsis gegen verordnetes Denken zu befördern. Und davon, je nach westlichem Bekanntheitsgrad, geschützt profitieren zu können. Doch das war, als de Bruyn sich Ende der 60er Jahre das unwirtlich scheinende und wahrscheinlich auch unwirtlich tatsächlich gewesen seiende hinfällige Anwesen zu eigen zu machen begann, nicht viel mehr als eine Aussicht. Das Traumreich bedurfte viel, ja fast alles, um ein reales Reich zu werden, aus dem unverwechselbar Literarisches in eine Welt fand, die nicht darauf zu warten schien oder einfach nicht darauf wartete. De Bruyn hatte seinen Grund und Boden gefunden. Nun musste er sich als Schriftsteller erfinden, neu erfinden. Beides, glaube ich, ist ein Umstand gewesen, den er ahnte. Ein Raum war abzustecken, unsichtbare Grenzen zu ziehen, an sie zu glauben, bedingte erst ein Schreiben, an das der sich Zurückziehende glaubte. Mit der Feder in der Hand etwas friedvoll erobern, das sich nicht unterwerfen musste, das hatte Verlockendes. Hat übrigens immer Verlockendes und bei ganz unterschiedlichen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Aber, muss man fragen, lohnte es auch? Erzählte Figuren waren nötig, dieses Reich zu besiedeln. Wortbilder, die Landschaft, in literarisches Licht zu tauchen, eine Illusion, die wir haben, dass das ganz leicht sei, und Schreibanfänger, Waren zu finden, aus denen Bücher wuchsen und, ich sage es noch einmal, wenn es gut ging, ein Werk. Ich zitiere Günter de Bruyn: Die Gewissheit, die ich da plötzlich spürte, war die des Zusammengehörens. Hier war der Ort,
der für mich bestimmt war. Ich hatte ihn zufällig gefunden, ohne nach ihm gesucht zu haben. Und obwohl die Verführung, die von ihm ausging, zum Teil auf einem Irrtum beruhte, hielt er alles, was er auf den ersten Blick zu versprechen schien. Das, sage ich jetzt am Rande, das sind die ganz, ganz tückischen und ganz, ganz zauberhaften Sätze von Günther de Bruijn, die man nicht auf dem ersten, sondern, glaube ich, erst auf den zweiten Blick entdeckt, was in ihnen steckt. Was hat er versprochen, dieser Ort? Freiheit, Ruhe, Menschen und Machtferne, Ländliches statt Großstadt, Idylle statt Ideologie, Kunst und Natur im Einklang, ja, eine schöpferische Aura. Und was von allem hielt er? Wir können uns nicht an ihn halten. So erreichbar er ist, bleibt er uns unerreichbar. Was er war, war er durch seinen Bewohner. Der schrieb, und fast möchte man meinen, er habe für sich geschrieben. Das scheint mir ein ganz seltenes Phänomen übrigens in dieser Weise, in dieser Zuspitzung zu sein. Ist eine These auch, bitte nicht diskutieren, sondern aufheben für später. Ein Zug Mönchisches schwingt leise über die märkischen Felder und Oderwiesen. Katholisches färbt dieses Sein ein, jedenfalls für den, der einen Sinn dafür hat. In der Welt, außer der Welt sein, für sich und Teil eines Ganzen, heilsnah im Unheiligen. Wir haben unsere Fragen zu wägen, nur das, was in jenem schwer erreichbaren Winkel aufs Papier und danach in den Druck kam. Und jetzt dank Frau Dr. Barth, dank Herrn de Bruijn, eben auch nach und nach Dinge, die sich im Nachlass finden und der mir doch sehr verlockend erscheint. Die Personen, die es hervorgebracht hat, also diese Bücher vorgebracht hat, hat sich aufgelöst in Erinnerungen, die sich alle gleichen. Das ist übrigens auch eine Merkwürdigkeit. Immer freundlich, immer höflich, immer zuvorkommend, keine Skandale, nichts Spektakuläres, so uneitel und liebenswert im Umgang. Selbst Missgünstigste mussten vor Günther de Bruijn trat er auf kapitulieren. Ich habe gewagt, dazu zu setzen, eine Mimikry vom Erlesensten. Schreibanfänge und damit einen nächsten Schritt. Schreibanfänge unter blabberschem Himmel. Ich konnte mir Blabber nie verkneifen. Man könnte vielleicht auch Görsdorf sagen. Blabber lag mir irgendwie näher auf der Lippe. Schreibanfänge unter blabberschem Himmel, eine sich einstellende Figurenwelt und eine Landschaft, die auf Literatur sind. Nur daran allein können wir uns halten. Doch was heißt hier nur und was heißt hier allein? Stichproben, Anläufe, Annäherungen. Welche Arbeiten nahmen, als de Bruijn in Blabber ansässig wurden, zum Beispiel ihren Anfang? Wir sind unsicher. Was wissen wir verlässlich von dem Vorhaben, dem Begonnenen und wieder Verworfenen? De Bruijns Nachlass, den habe ich nur ganz kurz streifen können in Marbach, liegt dort im Deutschen Literaturarchiv. Wird er Auskunft geben? Was wird er mitteilen? Folgen wir dem chronologisch unscharfen Lebensbericht 40 Jahre, dann sehen wir einen in loser Thoreau-Nachfolge stehenden erst einmal mit drei Pferden beschäftigt. Nicht Versen, drei Pferden beschäftigt. Ihre Anschaffung ging auf die Kamei-Lektüre in Kindheitstagen zurück und hatte ihr Kindisches. Erst der plaudernde Rückblick gewinnt dem Ganzen Heiteres ab. Fast scheint es, er habe das Ganze nur erlebt, um da vielleicht 30 Jahre später lustig drüber erzählen zu können. Ich bin in diese Welt gekommen, und so heißt es in Thoreaus Schrift, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Thoreau, ich bin in diese Welt gekommen, um darin zu leben, ob nun schlecht oder recht, aber nicht unbedingt, um sie so zu verbessern, dass man gut darin lebt. Der Ungehorsam de Bruijns lag im Loslösen, in einem auf sich selbst stellen, nicht in Rebellion oder Provokation, jedenfalls nicht absichtsvoll. Aus diesem Winkel wurde angepeilt, was Werk zu nennen verdient und sich vielleicht auch so herauskristallisiert. Die schriftstellerische Arbeit verlangte, wollte sie sich durch Singularität rechtfertigen, passgerechte Umstände.
Der erste Schritt war getan. War es damit getan? Zeichneten sich Konturen ab, die den Einzeltext als Teil Ganzes, eines Teilwerk Ganzen sehen ließ? Besaß die Vorstellung von einem Werk für de Bruijn überhaupt Anziehungskraft? Auch hier, meine Damen und Herren, Achselzucken. Wer weiß, wir jedenfalls, oder ich kann es einschränken, ich weiß es nicht. Anfänge, schrieb de Bruijn in seinem Essay, das erzählte ich 1995, hätten für ihn immer etwas Erfreuliches. Anfänge immer etwas Erfreuliches, weil man bei ihnen an die Realisierungsmöglichkeit des vollkommenen Buches, das man im Kopf hat, noch glaubt. Erwiesen sie sich als falsch, gefährden sie alles. Sie bedeuteten ein weitgehendes Festlegen von Behandlung des Stoffes, de Bruijn, und auf die, auch de Bruijn, Erzählart. Und natürlich charakterisierten sie dann auch die Autoren. Gesagt war das mit Blick auf Autobiografisches. Dazu war er befragt worden. Zutrifft es im Allgemeinen? Was lässt sich, fragen wir, aus den Anfängen einiger Texte nach dem Blabberumzug ablesen? Sieht man von kleineren Texten ab, etwa einer, in dem vom Tag erzählt wird, an dem der Krieg endete. Ein kleiner Text, den die Zeitschrift des Schriftstellerverbandes der DDR, Neue Deutsche Literatur, 1970 in ihrem Februarheft abdruckte, ist überschrieben mit Victoria. Also auch feinsinnig. Sein erster Satz lautet, der Tag, an dem der Krieg endete, war warm und klar. Eine Fingerübung, kein Neuanfang, eine autobiografische Sequenz, nicht mehr. Indes eine Selbstbesinnung schon, ähnlich wie im erwähnten Der Holzweg-Essay wenig später. 1972 druckte der Mitteldeutsche Verlag in Halle den Roman Die Preisverleihung, also so ungefähr im dritten Jahr. Auszüge waren bereits 1969 in einer Anthologie erschienen. In kurzer Zeit erreichte dieser Roman mehrere Auflagen und, um auch ein bisschen anderen Klang hier hineinzubringen, und kassierte in der Westdeutschen Wochenzeitung Die Zeit von Fritz J. Radatz einen Verriss sondergleichen. Ich zitiere mal daraus. Lob haben wir ja alle auf den Lippen und im Sinn, aber Fritz J. Radatz, was schreibt er? Was Günther de Bruijn herstellt, ich bitte Sie jetzt, sich für einen Moment festzuhalten, was Günther de Bruijn herstellt, ist Trivialliteratur. Dies ist der Hermann Kant kleiner Leute, der bis zur Langweile öden Fabel entspricht, eine bis zur Selbstparodie gereifte Sprache. Ich lasse mal ein bisschen was aus, um es bei Laune zu erhalten. Hier dagegen wird geplappert. Statt Dumier Karl May, Klammer auf, durch den Günther de Bruijn zur Literatur kam, wie er einmal aufschrieb. Es heißt eben mehr als die erstaunliche Kraft zur Plattitüde, heißt, dass derlei nicht nur ungelenkt, sondern eingelenkt ist. Was sich als kritische Reflexion ausgibt, ist, genau betrachtet, so Fritz J. Radatz, nur neckische Müpfigkeit. Es ging um den Roman Die Preisverleihung. Hatte der erste Satz im Vorabdruck Radatz vermerkt, es mit dem vergiftenden Vergleich zu Kants Das Impressum noch gelautet, den Auftrag hätte ich nicht annehmen dürfen, so eröffnet der Roman, wir waren bei den Anfängen, Preisverleihung, anders als er dann als Buch gedruckt wird. Ich lese ihn vor, man hat mich aufgefordert, eine vorbildliche Ehe zu beschreiben, und mir ein Modell dafür gezeigt. Mit Vorbehalten habe ich zugesagt und das beispielhafte Paar beobachtet. Jetzt versuche ich, das Erforschte zusammenzufassen in der Beschreibung eines Tages, der damit beginnt, dass Theo Overbeck Gardinen aufzieht, Fenster öffnet und dabei denkt, den Auftrag hätte ich nicht annehmen dürfen. Er sagt aber, ein schöner Tag heute. Bei Kant, ich habe das leider jetzt nicht als ganz Zitat, heißt, glaube ich, ich wollte nicht Minister zu werden. Ich weiß leider jetzt nicht, ich müsste es als Zitat genau sagen, Sie können nachlesen, im Impressum der erste Satz, nein, ich will nicht Minister werden oder so irgend sowas, was man da so sagt.
noch ein bisschen im westdeutschen Umkreis umgeguckt, weil das gar nicht so uninteressant ist. Konrad Franke in seiner DDR-Literaturgeschichte aus dem Jahr 1974 ging glimpflicher mit dem Buch um, lobte de Bruyns Fähigkeit, schnell zwischen Identifikation zur Distanzierung zu wechseln. Das wird ja immer als Vorzug beschrieben. Das habe er, so Franke, nicht nur von Fontane gelernt. Das ist überlegt und mühsam erarbeitet worden. Das ist ein bisschen ein komischer Satz. Nicht nur von Fontane gelernt, das ist überlegt und mühsam erarbeitet. Eine maßgebliche Literaturgeschichte gewesen, 1974 herausgekommen. Für Günter de Bruyn war es natürlich eine Wahrnehmung in der Literaturszene der Bundesrepublik. Zwar rette ihn, so heißt es bei Franke, Ironie häufig, aber vor allem alten Klischees sei er, Günter de Bruyn, bei mangelnder Individualisierung seiner Figuren nicht gefeit. Das Buch erlebte rasch mehrere Auflagen, wurde viel gelesen, besonders von den Germanisten der Humboldt-Universität, weil nämlich einige Szenen spielen in dem Haus, damals Clara Zetkin Straße 1, und man hat es gleichsam nachstellen können. Es wurde wirklich viel gelesen und in Ost wie West besprochen. Ein Beleg für Neuanfang indes oder Wende war dieses Buch wohl nicht. So wenig wie es, als ein anderer Literaturkritiker der Bundesrepublik sagte, so wenig es sozialistischer Biedermeier war. Der andere war nämlich Marcel Reich-Ranicki. Zwei einflussreiche westdeutsche Kritiker mit Ostvergangenheit etikierten also den lokal ausgescherten Romancier als einen, ich sage es nicht Trivialautor, aber als einen Unterhaltungsautor. Wie nahm, so möchte man fragen, der es auf, verletzt, lästig, belästigt oder als Belastung? Ich habe keinen Hinweis gefunden und vielleicht hat Frau Dr. Barz was gefunden oder Herr de Bruyn weiß etwas. Ich weiß nicht, in welcher Form Günter de Bruyn auf solche Kritik reagierte. Wohl war von allem etwas in seiner Gemütslage und musste es sein. Ein Parallelprojekt, das die Spuren eines unerschrockenen Lesers und Bibliothekskundigen nicht leugnet, kam da möglicherweise Günter de Bruyn gerade recht. Wir sind immer noch Anfang der 70er Jahre und war geeignet, die verursachten Schürf-, Stech- und Schnittwunden einigermaßen einzubalsamieren. Hinter ihm verbarg sich ein Arbeits- und Schreibvorhaben von ungewöhnlichem Ausmaß. Aber soweit war es noch nicht und abzusehen war das, glaube ich, auch nicht. Das Buch, meine Damen und Herren, fing so an. Und Sie merken, ich bin auch ein Liebhaber von Buchanfängen. Anfang dieses zweiten Buches. Nachts, 1.30 Uhr wird das Kind geboren. Es lebt und ist gesund, was damals als selbstverständlich nicht gelten kann. Von den 7 Kindern, die Rosine Richter im Laufe ihrer Ehe zur Welt bringt, überleben 2 die ersten Tage nicht. Statistisch gesehen entspricht das etwa dem Durchschnitt der Kindersterblichkeit. Ganz charakteristisch schon Günter de Bruyn. 1975, vor Jahren, hatte de Bruyn geäußert, mit den Vorarbeiten zu diesem Buch hätte er schon begonnen. 1975 veröffentlichte er diese Lebensgeschichte. Es ist die Lebensgeschichte eines Schriftstellers, der mit der Mark Brandenburg und mit Preußen vielleicht nicht so viel zu tun hat. Sein Name ist Jean-Paul Friedrich Richter. Wir haben in der Ausstellung gerade einen schönen Beitrags oder einen schönen Sockel gesehen. Dieser Autor der sogenannten Sattelzeit, jener Jahrzehnte, also zwischen 1750 und 1850, sehr weit gerechnet, hielt Einzug im frisch bezogenen Haus in Blabber. Ihm, darüber besteht, glaube ich, gar kein Zweifel, gewährte sein Besitzer nicht allein Wohnrecht, er machte ihn sich schreiben zu eigen, Hausrecht, vielleicht sogar Untermieter oder Mitmieter oder vielleicht auch Mitbesitzer. Ein Freund. Nicht nur jede, schreibt de Bruyn, jede Zeit entdecke ihre Dichter neu. Das schreibt er in dem bibliografischen Nachwort zu diesem Buch über Jean-Paul Richter. Nicht nur jede Zeit entdecke ihre Dichter neu, sondern auch jeder Einzelne.
Vielleicht, so weiter, hätte ich diese Lebensbeschreibung mein Jean-Paul nennen sollen. Der ausgeprägte Sinn für prägende Zitate hatte den Leser de Bruijn, umgeben von märkischer Einsamkeit und Ostberliner Lesesaalsstille, mit so viel authentischem Material versehen, dass der Autor aus der vernachlässigten Poetengestalt, und sie war damals vernachlässigt, sie ist es, glaube ich, nach wie vor immer wieder, obwohl es viel Mühen gibt, sie am Leben zu halten, aus dieser vernachlässigten Poetengestalt einen verlässlichen Gesprächspartner für die eigene Gegenwart zu gewinnen. Geschichte, sagte de Bruijn 1990, habe keinen Sinn. Der wird ihr gegeben, das ist Zitat, und zwar immer einer, der den Wünschen für die Zukunft entspricht. So schreibe, weiter Günther de Bruijn, so schreibe jede Gegenwart die Geschichte neu. Gehen wir einen Schritt weiter. Was gemünzt war auf die Zeitgeschichte, galt als Währung auch für das Leben des Jean-Paul Friedrich Richter. Damit sind wir, gar nicht so überraschend, bei den Figuren, also bei den nächsten, die wir uns ansehen wollen, die da aus der Blabberwelt entstehen, angelangt. Bei den Figuren, die also nun nach und nach von jener früher von plappernden Windmühlen bestimmten Ortschaft ihre literarische Geburt erfuhren. Dass eine historische Beglaubigte wie Jean-Paul gewissermaßen den Auftakt machte, es verwundert nicht in der Rückschau. Nicht bei einem Autor, zu dem sich Günther de Bruijn entwickelte. Ein Schwebezustand vorerst, war es Unentschiedenheit wohl auch. De Bruijn bezichtigte sich in der Silvesternacht 1971-72, die er mit dem Ehepaar Wolf und Braun, also Christa und Gerd Wolf und Volker und Anna Braun, glaube ich, verbrachte, einer durchgehenden Unehrlichkeit. Und am 5. Januar 1972 reagierte Christa Wolf, der das noch nachging, darauf brieflich und schrieb an Günther de Bruijn, ich zitiere das: Es scheint doch so, dass du die Problematik des sich nicht engagieren könnens früher und anders erfahren hast als zum Beispiel ich. Darum denke ich auch jetzt noch, dass du diese Lebensproblematik zur Literaturproblematik machen musst und dass nur dadurch ein Buch oder irgendetwas anderes entstehen könnte, das deinen Ansprüchen genügt. Ich empfinde bei dir, so weiter Christa Wolf, einen Widerspruch zwischen Schreibkunst und der mangelnden Unerbittlichkeit der Haltung, den nicht zu Ende geführten Konsequenzen. Das muss ein großartiges Gespräch gewesen sein und das ist ein großartiger Brief. Und Sabine Wolf, die sich intensiv mit dem Briefnachlass auch von Christa Wolf beschäftigt hat, gesagt, einer der interessantesten Briefwechsel im Nachlass von Christa Wolf ist der mit Günther de Bruijn. Der freiberufliche Status verlangte nach einem Doppelblick. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Hier die Haushaltskasse, dort die Schreibvorlieben. Werkgeschichtlich prägten die nächsten Jahre verhaltene Pendelschläge. Literaturhistorische Lektüren und Notizen einerseits, literarische Figuren, Konstellationen, auf die wir einen Augenblick gucken, in einer DDR-Gegenwart andererseits. Das bevorzugte Metier, das ist aufgefallen, das den regen Benutzer öffentlicher Bibliotheken in Ost-Berlin, de Bruijn, fast zu deren Inventar werden ließ, färbte auf die Figuren im Erzählwerk ab. Da waren der Literaturdozent schon erwähnt, Dr. Theo Overbeck, ohne H, Theo, vom Germanistischen Institut. Der studierte Germanist und spätere Schriftsteller Paul Schuster, der Geschichtsprofessor Winfried Menzel und der historische Hobbyforscher Ernst Pötsch. Und da war Viktor Kößling nicht nur Abkömmling der DDR-Nomenklatura, sondern auch Doktorand mit einer Arbeit unter dem sperrigen Titel
die Außenpolitik der preußischen Regierung während der Französischen Revolution unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Handwerker- und Bauernunruhen in den Provinzen. Sie lächeln vielleicht jetzt und sagen, das gab früher ganz andere, es gibt heute ganz andere Titel, und wenn einer so als Doktorandentitel das einreicht, wird er gleich abgeschmettert. Aber dieses unter besonderer Berücksichtigung, das war aber, sagen wir mal, bei jeder zweiten Dissertation durchaus gang und gäbe. Aus dieser homogenen Reihe fallen zwei Figuren heraus, die eigentlich vier sind. Sie heißen Anna und Karl, Carla und Adam. Ihnen, und das sind Figuren auch aus dieser Blabberwelt, das muss man sich bewusst halten, ihnen widerfährt bei einem exorbitanten Geschlechtsverkehr ein nicht minder exorbitanter Geschlechtertausch. Irreversibel, das ahnen Sie zuerst nicht, was dann später einseitig begrüßt wird. Und diese Einseitigkeit hat natürlich sein Missliches. Unter diesem Titel Geschlechtertausch druckte die Zeitschrift Sinn und Form 1973 die Geschichte, die Zensur verschleppt, 1975 in die Anthologie Blitz aus heiterem Himmel Eingang fand. Neben de Bruyns Text und einem der Herausgeberin vereinte die Sammlung Beiträge von Sarah Kirsch, Gotthold Gloger, Annemarie Auer, Rolf Schneider und Karl-Heinz Jacobs genau zu diesem Thema. Die Figuren Anna, Karl, Akala und Adam hatten Anteil daran, dass sich Blabber in einen exterritorialen literarischen Ort verwandelt. Das Lachen über entblößende Szenen Geschlechterverhaltens blieb in der Kehle stecken, wie das Satirische, das in ihnen rumort, an der Wucht des im Sozialverhalten bloßgelegte verpuffte. Gemünzt auf DDR-Verhältnis, und Sie können das überprüfen, behauptete sich diese Währung gleichermaßen im NSW, wie es damals hieß, im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Edith Anderson, die Herausgeberin, war eine US-amerikanische Jüdin, die seit 1947 in Ost-Berlin lebte und mit dem Immigranten- und Aufbauchef-Lektor Max Schröder, der ist 1978 schon gestorben, verheiratet gewesen war. In ihr war eine Welt jenseits der DDR lebendig. Solche Zusammenhänge sind ausgesprochen wichtig, sich bei Günter de Bruyn bewusst zu halten. In ihr war eine Welt jenseits der DDR lebendig und eine Freiheit selbstverständlich, die nicht durch Um- oder Wegzüge mühselig ertastet werden musste. Über sie geriet de Bruyns Figuren-Viererpack in einen eigenartigen linken und feministischen Kulturaustausch, wie K.D. Wolf, der nämlich hat das Nachwort dazu geschrieben, bei der Westausgabe bemerkt hat. Die Anthologie wurde, so schreibt er, vor allem in westlichen GermanistInnenkreisen viel beachtet. Und Andersons Biografin wurde vor allem in Andersons Biografin konstatiert deren internationale Dimension, hier blabber da die Geschichte in internationalen Kontexten, die Aufschluss über den Stand der Gender-Debatten in Ost und West gäbe. Der Blabbergraben, so scheint es, schimmerte hinüber zum Hudson oder doch wenigstens zum Rhein. Aber der den Graben auf seinen Spaziergängen passierte, blieb eher ihm verbunden. Und wenn er sich Figuren ausdachte, teilten sie wohl eher diese Wege mit ihm. Und so lag es auch mit dem vorerwähnten Viktor Kößling, aber weitaus mehr noch mit jener märkisch eingefleischten Figurenwelt, die de Bruyns letzten Roman unter der DDR-Fahne eröffnete. Und das Kapitel heißt »Die große Familie«. Und die ist eigentlich wirklich grandios an dem Buch, also Neue Herrlichkeit. An dieser Görzer, so heißt es da, Porträtgalerie von Max Brüggemann, dem Chef, über Olga Kranz, Tita, der Oma, Lüderitz, Tilde, ihre Enkelin, Püppi, Gabi, Thomas und Manuela bis hin zu Sebastian, dem Gärtner, hat der Erzähler aber wirklich sein sichtbares Vergnügen. Sie scheinen mir viel mehr Freude beim Erzählen ihm bereitet zu haben, als Viktor
Von ihr sah er sich, von dieser Familie sah er sich nicht eingeengt, weit eher in ihr geborgen. Sie spielt die Hauptrolle, obwohl die Dramatik des Romans anderes diktierte oder zu diktieren schien. Sie und die Kulisse, in die sie der Erzähler platzierte. Und hier zitiere ich doch ein bisschen. Diese Kulisse, das war ein Gehöft, Scheunen und Ställe, sind von drei Seiten um den Hof herum aufgebaut. Auf der vierten steht die schöne Seite, dem Weg zugewandt, das Wohnhaus. Einstöckig, mit rundbogigen Fenstern und rosettenverzierter Fassade. Erbaut 1895 ist über der Tür zu lesen. Auch das mit glasierten Steinen gedeckte Dach zeigt gelb auf dunkelrot eine Inschrift: Neue Herrlichkeit. Ob Lokalbeschreibungen an Fontane gemahnen, wie die Anlage des Konflikts überhaupt, das ist unter dem wahrlich Alb der Zensurgeschichte fast weggedrückt worden. Es war zuerst die Leserschaft des S. Fischer Verlages, Frankfurt am Main, die jene Personagen 1984 kennenlernen durfte, die skurrile Zensurpraxis in der DDR, die erst genehmigte, dann nach einer Rezension von Günter Zehm in der Zeitung Die Welt im Westen, Zehm hat geschrieben, De Bruyn sei zum Chronisten der tiefsten existenziellen Enttäuschung einer einst begeisterten FDJ-Generation geworden. Das ist natürlich auch eine Stilisierung sondersgleichen. Diese Zensur verbot und stampfte ein, teures Vergnügen, um das Ganze wenig später wieder in den Druck zu befördern, allerdings dann nicht mehr 20.000, sondern 5.000 Exemplare. Eine solche Geschichte also hat sich wie Mehltau über die eigentliche Welt dieser neuen Herrlichkeit gelegt. Und man liest sie, als sei sie eigentlich nur ein Beispiel für die Zensurgeschichte der DDR. Sie ist ein Figurenkarussell sondersgleichen und vielleicht eins der besten, die De Bruyn erzählt hat. Verdrossen hatte die Darstellung übrigens keineswegs der Konflikt, was man meinen könnte, also der Sohn aus der Nomenklatura, der plötzlich ein armes Mädel da liebt, alte Geschichte, und wem es passiert, dem bricht das Herz dabei. Nein, es waren die alten Leute und wie sie geschildert wurden. Es waren die Pflegeeinrichtungen und der Zustand der Städte und Siedlungen, von denen die DDR-Zensurbehörden meinten, das geht nicht an. Und es waren die unsozialistischen Haltungen vieler handelnder Personen, besonders von Angehörigen der jungen Generation. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter, weil nämlich Frau Dr. Bartz gesagt hat, es soll auch irgendwie ein Wort zur Landschaft gesagt werden. Habe ich vorhin ganz schnell noch geschrieben. Man darf nicht den Rednern alles glauben. Tummelten sich die Figuren noch alle auf dem Grundstück bei Görsdorf? Man möchte sich das vorstellen, und ich habe das noch nicht gesehen, und eine Bitte an Herrn De Bruyn war, ich will es sehen und ich muss es sehen, spätestens wenn ich hier irgendwann mal aus diesem Gebäude rauskomme. Also dieses Grundstück bei Görsdorf, diese ganzen Figuren, die ich angedeutet habe, die kommen von daher und vielleicht sind sie auch dort irgendwo angesiedelt. Der Fahrer im Ministeriumswagen, der Viktor in die neue Herrlichkeit chauffiert, das ist auch ein tolles Bild, charakterisiert die Gegend, in die es geht, als, sehen Sie es mir nach, ich zitiere aus dem Buch, als am Arsch der Welt. Hatte ich auch einen Moment überlegt, ob ich das als Titel des Vortrags nehme, aber dann dachte ich, es ist vielleicht doch ein anderer, etwas literarisch aufgemotzter, besser. Fiktiv sind die Ortsnamen, Sie hatten darauf hingewiesen, Prötz und Schwedenow bezeichnen die landschaftlichen Markierungen. Sommerweg, verbreiterte, bucklige Chaussee von Apfelbäumen flankiert, kahle Felder, Sandweg und vereinzelt wachsendes Schilf unter den Bäumen. Eben diese Landschaft, sie hatte schon herhalten müssen für ein Buch, dessen Entstehungsgeschichte vor der neuen Herrlichkeit liegt, aber mit seinem Figurenduo und mit dem ironisch überblindeten Konfliktpotenzial weit ins Zukünftige der eigenen schriftstellerischen Ausrichtung weist. Ich meine, und ich muss es hier an dieser Stelle erwähnen, und es wird Landschaftliches bringen, aber nicht allein, ich meine natürlich, märkische Forschungen
Erzählungen für Freunde der Literaturgeschichte und wir sagen heute natürlich auch für Freundinnen der Literaturgeschichte. Erschienen 1978, zwei Jahre nach der von de Bruijn mit unterschriebenen Petition an die Regierung der DDR, die Ausbürgerung Wolf Biermanns zurückzunehmen. In dieser Landschaft lernten sich der akademische Historiker Menzel und der Geschichtsliebhaber Pötsch kennen. Und diese Landschaft war Lebensraum jenes märkisch-adligen Dichters Max von Schwedenow, der die beiden vereinte bis zum Du. Jener Märker, 1770 geboren, 1813 gestorben, galt bis dato als einer der Vergessenen, zu Unrecht natürlich, die Vergessenen sind immer zu Unrecht vergessen. Seine Wiederentdeckung war Menzel wie Pötsch unabhängig voneinander gelungen und nun war das Gebot klar, einmal wegen seiner Gedichte und Romane, entschieden aber wegen seiner politischen Bedeutung. Jakobiner hatten sie gesagt. Der clevere Professor, jetzt wollte ich beinahe sagen, alle Professoren sind clever, aber das ist so ein Fontane-Satz, den ich gleich wieder relativieren müsste. Also der clevere Professor glaubte in ihm, einen Vertreter deutschen revolutionären Demokratismus gefunden zu haben. Vor seinem Auge sah er schon das zukünftige Erfolgsbuch, dessen Untertitel ein märkischer Jakobiner. Das Ganze pointiert, dimensioniert. Du kamst, sagte der namhafte Menzel zu dem namenlosen Pötsch, zu MS, das war die Abkürzung natürlich, durch das Lokale. Aber der ländliche, wahrheitsbesessene Hobbyforscher drohte, die Suppenkreation zu versalzen. Pötsch war auf Spuren, die eine harte, konservative Wende von Schwedenow, Sie haben es angedeutet, jetzt bei dem kleinen Rundgang, zu versalzen. Also eine harte Wende von Schwedenow nahelegten. Nur der letzte Beweis, wie es so häufig ist, er fehlte. Und so verfehlte die geschickte akademische Gegenattacke nicht ihr Ziel. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und am Schluss steht deshalb hier als Übergang ein Landschaftsbild mit Mensch. Tragisch und komisch. Ich zitiere, wer Pötsch an Wochenenden bei Drei Ulmen nicht mehr findet, sollte ihn auf der Müllkippe zwischen Lipros und Trebatsch suchen. Dort wird er im Bauschutt wühlen und von Triumphen träumen. In der Hand den Backstein, in dem vor 170 Jahren der Name Dorette eingegraben wurde, betritt er Menzels Orkus und sagt, hier ist er, Herr Professor, der Beweis. Meine Damen und Herren, eine DDR-Satire. Heilige Einfalt, ruft der mit dem Wissenschaftsbetrieb Vertraute aus, wo denken Sie hin? Möglicherweise eine versteckte Spitze gegen die Fontane-Forschung, die der Blabberbewohner aufmerksam, fast möchte ich hier den Superlativ anwenden, aufmerksam verfolgte, aber auch befremdet von ihr war, weil er nämlich schon sehr früh etwas erkannt hatte, was da verdrängt beziehungsweise was auch nicht gesehen wurde, nämlich dass Fontane auch zu Zeiten und vielleicht sogar bis ins Alter ein auch sehr konservativer Mann gewesen ist. Also ein Seitenhieb dahin, ein Seitenhieb vielleicht zu einem Kontrahenten, den er im Jean-Paul-Buch gefunden hat, zu Haarig, oder gar, meine Damen und Herren, eine Selbstironie. Denn nicht anders als Pötsch hatte sich de Bruijn der Durchforstung märkisch-regionaler Kultur und Literatur zugewendet. Der Erfolg seines Jean-Paul-Buches war Bestätigung für das Wie. Dieser Schreibboden trug ihn und entsprach seinen Neigungen. Die märkischen Forschungen waren aus diesem Blickwinkel ein Übergangsbuch. Das Eigentliche vielleicht, ein Twittertext, ebenso parodistisch wie parabolisch. Wenn es vor dem Häuschen im Görsdorfer Ortsteil ein Bänkchen gab, gab es ein Bänkchen? Gab es ein Bänkchen, auf dem man sich hätte setzen können? Ja, es ist unerlaubt. Er hat nie draußen gesessen. Er hat nie draußen gesessen. Also mein Bild, meine Damen und Herren, ist sehr symbolisch, aber es ist großartig, weil es nämlich jetzt drei Personen auf eine Bank bringt. Wenn es vor dem Häuschen im Görsdorfer Ortsteil, Gott sei Dank habe ich es so geschrieben, ein Bänkchen gab, dann saßen rechts Menzel, links Pötsch, neben dem Besitzer
Günter de Bruyne. Es lag, so mochte er angesichts dieser Gesellschaft denken, in seiner Hand aus den Alternativen das Mittel zu finden, die Mitte vielleicht, den dritten Weg. Und wenn er dann ins abendliche Licht der untergehenden Sonne blinzelte, erschien es ihm, als erblickte er eine schattenhafte, großgewachsene Gestalt. Sie erhob sich, steckte das Notizbuch in die Manteltasche, ergriff den Stecken, warf den Schal um, der ihm nötig war, und kehrte zurück nach Berlin, es mag sein, in die Potsdamer Straße 134c. Fontanes Wohnung. Jetzt komme ich zum Schluss, aber Sie sind auch jetzt erschöpft. Werkcharakter, Schriftstellerprofil, das sind zwei Wörter. Beschäftigten de Bruyne Schlagwörter wie diese? Bedachte er dem Theodor Fontane nahe war, dessen Werkkonturen und Wucherungen? Liebäugelte er mit Parallelen, etwa wenn er konstatierte, an meinem ersten Buch arbeitete ich 17 Jahre lang. Ungefähr so lange, wie Fontane an seinem ersten veröffentlichten Roman, vielleicht war es auch der zweite, wir wissen das nicht so genau, vor dem Sturm, weil der erste verloren ging. Oder nur eine Erfindung von Fontane ist. Waren ihm dessen Schreibbewegungen, von denen man sprechen muss, unbewusst Folie? Hoffte er auf, was er Fontane wünschte, einen idealen Leser, den er so skizzierte? Man kann, sagte sich der ideale Günter de Bruyne, man kann, sagte sich der ideale Fontane-Leser, den Romancier vor dem Wanderer, dem Briefschreiber, vor dem Balladendichter oder Theaterkritiker schätzen. Würdigen aber muss man alles können, wenn man den ganzen Fontane will. So Günter de Bruyne. Wollte er, dass man auch bei seinen Arbeiten, deren arbeitsgeschichtliches Nebeneinander wahrnimmt und kein Nacheinander konstruiert. Wie viel galten ihm die Proportionen, was den Umfang des Druckwerkes angeht? Sie merken, die Fragen schwingen in den Fängen ihrer Antworten. Als die DDR in der Bundesrepublik auf- oder, manche sagen, unterging, hatten sich an der Blabber längst vergangene Gestalten aus der märkischen Welt getroffen, der politischen wie der poetischen. Sie verdrängten in behutsamer Entschiedenheit jene Overbecks, Schusters und Kösslings, so hübsch die waren. Zurückließen sie auch den Stil, mit dem ihr Schöpfer in eher an Jean-Paul als an Fontane geschulter Ironie von ihnen erzählt hatte. Das hat man bedauert und hat es als Einschnitt beklagt. Als de Bruyne 2018 mit dem Roman Nachzügler der 90. Geburtstag jenen Erzählstil noch einmal reaktivierte, hatte er dies am Rande und natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung von mir an stimmigem Witz eingebußt und auch, glaube ich, an argumentativer Eleganz. Nein, ein Einschnitt war das damals nicht. Was sich vollzog, war Fortsetzung, nicht neuer Ansatz. De Bruynes Schreibamt im Dienst, wie er das Wort, und zwar ohne Vorzeichen, ohne Anführungs- oder Abführungszeichen gebraucht hat, sein Schreibamt im Dienst der Kulturnation. Wie es nun öffentlich wahrgenommen wurde und nicht nur von ihm ausgesprochen wurde, er hatte dieses Schreibamt längst angetreten. Ihm fühlte er sich verpflichtet mit jedem gesetzten Gartenzaun auf seinem Grundstück mehr. Jetzt werden Sie sagen, er hat nie einen Gartenzaun gesetzt, dann ist mein Bild leider auch schon wieder verunglückt, aber Sie spüren vielleicht die Richtung. Auch hier kann man in der Ausstellung übrigens sehr, sehr aufschlussreiche, weiterführende Dinge sehen. Die politisch-nationale Wendezeit 1989-90, sie erforderte von ihm keine persönliche Wende. Dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, das war Absicht Thoreaus gewesen. Günter de Bruynes umfangreichster Werkteil spiegelt, wo er jenes eigentliche, wirkliche Leben in seiner abgelegenen märkischen Schreibwelt suchte. In der Gestaltung von Gestalten aus der preußischen, märkischen Welt, Königin Luise, den Marwitz, Gräfin Elisa von Ahlefeld, Karl August von Hardenberg, den Finkensteins und so weiter. Weitaus nüchterner als Fontane, sparsam in der Pointierung, quellenakkurat, in streng beherrschter, aber eben doch Fabulierlust.
Ganz ähnlich liegt es mit den beiden literaturgeschichtlichen Bänden über Berlins Kunstepoche 1786, 1807 und Berlins Kulturleben von 1807 bis 1815. Das Maß, ein lückenlos erworbenes Wissen über jene Ära auszubreiten, wird nur übertroffen von der Absicht, es uneingeschränkt so objektiv zu tun, wie es einem subjektiven Erzähler möglich ist. In abgezirkelter Prosa, rein der Kraft des Mitzuteilenden vertrauend. Dieses Erzählen, das alles Plaudern vermeidet oder doch zurückfährt, vertraut der Sache, und das darf es, der sein ausschließliches Interesse gilt. Es ist ein für sich Erzählen, ganz so, als sollten die 1000 Kenntnispartikel in einem Kompendium gebannt werden. Ein Kompendium für den anspruchsvollen Hausgebrauch, sich selbst zur Freude, anderen, ja, auch das Eingehen in eine Welt, die man liebt und deren Teilhabe man gewinnt, indem man sich schreibend noch einmal ihrer vergewissert und sie sich aneignet. Ein Aus-der-Welt-Sein, ohne die, in der man lebt, zu verlassen. Wer die eigene Person trifft, wie die eigene Person, trifft alles Landschaftliche zurück, jedenfalls hier. Ein Buch ist es, und jetzt komme ich wirklich zum Ende, ein Buch ist es eigentlich, dem de Bruyne seine Landschaft widmet. Vielleicht sind es zwei. Eins aber hervorragend. Und manche meinen, sein Bestes, in jedem Fall sein Persönlichstes. In ihm wagt er eine schriftstellernde Annäherung an Fontanes Wanderung, nun auch, glaube ich, tatsächlich. Sein Titel ist Programm, ist erwähnt worden in der schönen Einleitung von Ihnen, Frau Barths. Abseits Liebeserklärung an eine Landschaft. Es sei ihr, um noch einmal auf Ilse Eichinger zurückzukommen, es sei ihr lieber, jetzt zitiere ich sie, immer dieselben Wege zu gehen. Die Qualität der Entdeckungen wächst, bringt Ruhe und neue Aufbruchsmöglichkeiten. So auch de Bruyne. Können wir ihn uns vorstellen auf einer Safari im afrikanischen Busch oder bei einer Südpol-Expedition? Seine zu erkundende Fremde wie die Eichingers liegt vor der eigenen Haustür und die Liebe zu ihr endet, Günter de Bruyne, mit der Erkenntnis, dass ein Rest von Unerklärbarem bleibt. In jenen Dörfern und Gutshöfen ist vieles aus den Wanderungen verschwunden, Fontane aber gegenwärtig geblieben. Respektvoll, herzensnah sucht de Bruyne ein letztes Mal schreibend dessen Nähe, als er 2014 Kossenblatt literarisch nobilitierte. Er erinnerte sich an seine erste Bekanntschaft mit dem Ort 1945 und an Misstrauen und Befremden, mit denen man seine preußischen Erkundungstouren zu den Fontane beschriebenen Städten in DDR-Zeiten verfolgt habe. Und wie heimisch wurde er in dieser Landschaft durch das Wissen um ihr Werden. Über beiden Büchern, meine Damen und Herren, liegt Abschiedslicht. Und man sieht es denen wegen am Abendlicht an, dass es Heimwege sind, um Robert Walser zu zitieren, ein Motto aus Stefan Hermlins Abendlicht. Sie sind entstanden in Lebzeiten, schreibt Günter de Bruyne, die sich dem Ende zuneigen und zu denen, noch einmal Günter de Bruyne, Verabschieden auch von Wichtigerem gehört. Weiter Günter de Bruyne, um den Gedanken an die eigene Vergänglichkeit einzuüben, so heißt es im Ausklang von Abseits, sind Spaziergänge über Friedhöfe zu empfehlen, wenn fallendes Laub die Gräber bedeckt. Der Erzähler bleibt zurück, er verharrt vor einem Maulbeerbaum, wenn, Zitat, es sich um Trauer, Gedenken und Mahnung handelt, weiß er, ist Unscheinbarkeit besonders eindringlich. Das gilt für die Opfer der Judenverfolgung auf dem im Walde gelegenen jüdischen Friedhof von Beeskow, die Dorffriedhöfe für gefallene Russen
und die Totenfelder deutscher Soldaten. Mit einem letzten Blick bemerken wir die Schwermut, meine Damen und Herren, die ihn angesichts der Einebnung alter Kirchhöfe befällt, und spüren, wie das Einladende solcher Begräbnisstätte rund um die Kirche den Erzähler ergreift. Der Tod habe keine Art, hatte Eichinger gesagt, er sei autark, und der, dessen Alter danach ist, erblickt ein Bild, das befriedet und Trost verheißt. Ich zitiere: Alte Linden gehören dazu, die im Sommer die Gräber beschatten, unermüdlich harkende Frauen am Wochenende, eine unordentliche Ecke mit Komposthaufen, Handpumpe und Gießkanne, sonntags einige Kirchbesucher, die nach dem Gottesdienst noch ein Weilchen plaudern. Die Hektik der Zeit, die Rückbesinnung verbietet, scheint von der efeubewachsenen, halbhohen Mauer ferngehalten zu werden. Henry David Thoreau war Landvermesser und de Bruyne auf seine Art auch. Zu leben mit Überlegung war ihr Wunsch, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, auch. Gelernt zu haben, was das Leben zu lehren hatte, ihm zuerst und wenn es gut geht, auch anderen. Wir können fragen, ging er in Erfüllung dieser Wunsch, der Sterbende? Der Tote hat die Antwort mitgenommen, wir werden sie nicht erfahren. Was uns bleibt, ist jenes Haus am Blabbergrund und die Bücher, die sein Bewohner hier schrieb, für sich und für uns. Ich danke Ihnen. Auf die Flucht gefolgt. Sie dürfen das gleich kriegen, wenn ich vielen Dank gesagt habe. Lieber Herr Professor Berbisch, fast an der Blabber gepflückt. Ich hätte es jetzt gerne getan. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Selten habe ich so gerne noch einmal Günther de Bruyne zu zitieren. Anfänge sind doch etwas Erfreuliches. Oder wenn ich noch ein Zitat aus Ihrem wunderbaren Vortrag nehmen darf. Wir sind froh, dass Sie unserem Auftrag, unserem Wunsch dann doch gefolgt sind. Dankeschön. Herzlichen Dank für diesen fulminanten Überblick. Ich danke aber vor allem für alle Feinheiten und Nebensinne und für all das, von dem Sie gesagt haben, wir dürfen es nicht zitieren, diskutieren, was wir natürlich aber diskutieren werden. Also vielen Dank für diesen Einstieg in die wunderbare märkische Welt. Ich danke Ihnen von Lund. Wir möchten uns ganz besonders bedanken mit einem Buch, was Sie noch nicht kennen. Wie finden Sie das? Ein Buch, das habe ich gern. Was Sie auch, ich bin jetzt im Nachhinein ganz froh, dass wir ein paar Leerseiten darin gelassen haben, füllen dürfen. Ja. Es ist mit einem Aufsatz von Frau Barth, mit ein paar Worten von Wolfgang de Bruyne und vor allem mit einem Einblick in den Vorlass. Das freut mich sehr. Das Privatarchiv. Und es sind leere Seiten drin. Vielleicht können Sie sie ja an der Blabber füllen. Ich bin ein Liebhaber von Notizbüchern. Ich habe immer eins dabei. Füllen Sie es also hoffentlich an der Blabber. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Sehr schöne Überlegung. Vielen Dank, Frau Barth. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit bleibt mir nur aber das von Herzen eine doppelte Einladung, ein vielfältiger Dank. Im Film würde man sagen, es ist der Abspann, aber es ist mehr als das. Es ist wirklich eine doppelte Einladung, denn Sie haben es so wunderbar gesagt und zitiert, jede Zeit entdeckt ihren Dichter neu und jeder Einzelne auch. Und genau das wollen wir mit Ihnen gerne tun. Meine Damen und Herren, damit das alles realisiert wird, jetzt komme ich zu dem von Ihnen erwähnten Doppelblick, möchte ich mich noch einmal bei allen unseren Unterstützern bedanken, die unsere Ausstellung und Konferenz und alles drumherum wirklich großzügig gefördert und mitgetragen haben. Das ist das BKM, das ist das Land Brandenburg, das ist aber auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Stiftung Aufarbeitung, das ist der Förderkreis unseres Museums, das sind aber vor allem Sie alle. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen heute hier seienden Gekommenen, die nächsten Tage mitdiskutierenden bedanken und bei Ihnen da draußen für Ihre Geduld und die Bereitschaft und Ihre Lust zum märkischen und dichterischen Eigensinn. Ich hoffe auf baldiges Wiedersehen und ich sage ganz herzlichen Dank.